Hi, ich bin der Flo von Smith. Ich möchte auch heute kurz mit euch ein bisschen über Schneebrillentechnologie reden. Äh, vorab kurz, wir haben ein eigenes Werk in den USA, um wirklich die Qualität zu halten. Das ist in Salt Lake City, Utah. Wenn ihr Lust habt oder mal da seid, vereinbart eine Führung. Die Leute freuen sich sehr, wenn man sich das anschaut. Und es ist wirklich wahnsinnig interessant, weil das wird alles in Handarbeit fast hergestellt. Genau, und jetzt kommen wir zu der ersten Technologie. Das ist Chromapop. Die Retina des Auges, des menschlichen Auges, hat Probleme, die Unterschiede zwischen Blau und Grün oder Grün und Rot zu sehen. Da haben wir Blocker eingezogen, dass wirklich nur das blaue, grüne und rote Licht auf, das, auf die Retina trifft und die Retina kann das dann einfach zusammenbauen und man sieht dadurch schärfer. Man sieht Farben besser, man sieht Unebenheiten besser und man kann einfach schneller reagieren, wenn, wenn das Auge so gut sehen kann. Dann kommen wir zu Photochromic. Photochromic ist, dass sich die, das Brillenglas tönen. Wenn das Wetter sehr gut ist, die Sonne scheint, wird das Brillenglas dunkel. Wenn das Wetter schlecht wird, wird die Scheibe heller. Es ist ein sehr gutes Allwetterglas. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, genau welches Wetter heute wird oder die Wetterverhältnisse sich relativ schnell ändern. Taped Lens Technology heißt, dass hier in der Mitte der dickste Punkt ist und das Glas an den Seiten dünner wird. Das ist im Nanomillimeterbereich und ist dem menschlichen Auge nachempfunden und dadurch wird ein verzerrungsfreies Sehen garantiert. 5X Antifog. Die Anti fog beschichtung in den Gläsern ist rein geätzt, Das heißt sie kann man nicht rauswischen und ist stärker als jegliche Anti fog beschichtung auf dem Markt, die es gibt. Anti-Fog funktioniert so, was viele nicht was sehr interessant ist. Wenn die Brille trocken ist, ist alles zu. Wenn das Feu die Feuchtigkeit sich dann langsam sammelt, gehen Lamellen auf, wie so eine Ziehharmonika. Und dadurch, dass die Grundoberfläche der Brille größer wird und das Wasser sich hier zwischen diesen Tälern sammelt, kann, es, kann diese Brille wesentlich mehr Wasser aufnehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel, die Brille ist wirklich voll Schnee, dann irgendwann mal, weil man hingefallen ist, und einen Lappen nimmt und drüber wischt, dann klappt man die Lamellen zu. Deswegen bitte, wenn, ihr, wenn die Brille nie, in, wenn sie feucht ist, so... Rumreiben, sondern tupfen, dann gehen diese Lamellen nicht kaputt. Alle Brillen sind hydrophobie beschichtet, das heißt, wenn hier Wasser drauf geht, dann perlt es einfach ab. Ähm, Brillenbänder sind alle gummiert. Alle Brillen sind helmkompatibel, das heißt, jeder Smith-Helm passt zu jeder Smith-Brille. Die Faceform ist antiallergisch und Antibakteriell, das heißt, auch wenn er schwitzt, ähm, entstehen keine Hautirritationen oder irgendwas. Dann haben wir die Responsible Fit Technologie, die ich persönlich auch sehr mag. Es ist, die Brillen sind alle sehr weich. Hier, da ist so eine Gitterstruktur. Und dadurch passt sich die Brille perfekt der Gesichtsform an, weil jeder Mensch hat ja ein anderes Gesicht: entweder höhere Wangenknochen oder breitere Stirn. Genau. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen näher bringen und ich freue mich, euch bald am Berg zu sehen. Ciao!